Mein Name ist Martin Sassning. Ich bin Produktmanager bei der Sievert SE und zuständig für den Bereich Putze und Putzsysteme, also für die Fassade, Außenbereich, Innenbereich, Neubau und Restaurierung. Und wir wollen Ihnen heute ein neues Produkt von Sievert und der Marke Akkurit präsentieren, den MEP IT Mineral. Ein Leichtputz der neuen Generation, so kann man sagen, weil er viele Eigenschaften vereint, die andere Produkte so noch nicht haben. Es ist ein Produkt der MEP-Serie, also sprich aus dem MEP-Sortiment von Akkurit. Und eben wirklich die neueste Entwicklung wird hier aufgezeigt. Zum einen, wie der Name schon sagt, mineralisch, also mit mineralischen Leichtzuschlagstoffen, rein ökologisch, nachhaltig und dadurch auch sehr einfach zu verarbeiten. Er ist konzipiert für hochwärmendämmendes Mauerwerk und das wollen wir Ihnen jetzt zeigen. Er wird verarbeitet mit der Maschine, also haben wir hier die Putzmaschine schon dargestellt. Und bevor wir starten, muss natürlich das Mauerwerk vorbereitet sein. Es ist keine weitere Vorbehandlung am Mauerwerk an sich notwendig, sondern man kann direkt mit dem Material auf die Fassade aufspritzen, aber eben an der Maschine müssen Vorbereitungen durchgeführt werden, damit diese eben halt ideal und optimal auf den MEP IT Mineral vorbereitet wird. Dazu ist natürlich eine Wasserzugabe notwendig für das Material. Die wird eingestellt von den Kollegen. Da wird darauf geachtet, dass der Druck eben halt hier auch ausreicht, also eben nicht zu hoch wird, weil das Material wird durch den Schlauch gefördert eben. Und das wird auch eingestellt. Man sieht das eben am Anfang, wenn eben genau diese Wasserzugabe und eben halt auch unter Berücksichtigung des Druckmanometers geschaut wird, wie die Konsistenz des Materials ist, wird es eingestellt. Dazu wird natürlich etwas Material dann auch schon verbraucht. Sie sehen das eben, da geht es direkt in den Container. Das ist dann noch nicht zu verwenden, weil eben genau die Konsistenz und die Wasserzugabe noch nicht ideal eingestellt ist. Wenn das aber erfolgt ist, kann es im Grunde genommen direkt losgehen. Dann wird der Schlauch genommen. Und das Material wird ohne weitere Vorbehandlung, wie gesagt, auf dem hochwärmedämmenden Mauerwerk aufgespritzt. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Nach dem Einstellen des Materials mit der Putzmaschine und der Vorbereitung des Untergrundes kann direkt mit dem Verputzen begonnen werden. Bei hochwärmedämmendem Mauerwerk, vor allem gerade im Neubau, ist keine weitere Vorbehandlung des Untergrundes erforderlich. Es ist wichtig, dass ein saugfähiger Untergrund vorhanden ist, in dem sich dann das Material direkt verkrallen kann. Wenn dann mit dem Aufspritzen begonnen wird, dann geht man so vor, dass man Wülste aufspritzt in waagerechter Form, so wie der Kollege das hier zeigt. Bei dem Material, das so ergiebig und so leicht ist wie der MEP IT Mineral, geht auch 30 mm von der Auftragsdicke. Aber hier in dem Fall beschränken wir uns eben halt auf die geforderte Mindestdicke von 15 bis 20 mm. Nach dem Spritzen, wenn das eben in den Schlaufen und Wülsten so stehen geblieben ist, ist das Material im Grunde genommen fertig vom Aufspritzen her und kann dann in einem nächsten Schritt zugezogen werden und vorbereitet werden für die nachfolgende Beschichtung der Gewebespachtelung und oder dem Oberputz. Nachdem das Material in den Wülsten so angespritzt wurde, muss es jetzt vorbereitet werden für die nachfolgende Beschichtung. Dazu wird das Material mit der Kartätsche zugezogen. Man geht 2-3 Mal über die Fläche. Wichtig in dem Zusammenhang, dass wir wirklich eine sehr geschlossene Oberfläche hinbekommen, die dann im Nachgang durch ein Rabotieren eben vorbereitet werden kann für die nachfolgende Beschichtung. Das muss leicht und locker vonstatten gehen und das passiert natürlich umso leichter, je mehr Leichtzuschläge in so einem Material sind, je ergiebiger sie sind und sie leichter von der Rohdichte auch sind. Der MEP IT Mineral ist dazu ideal geeignet und eben nicht schwer zuzuziehen, sondern auf eine leichte Art und Weise. Also 2-3 Mal über diese Fläche gehen, dann noch die letzten Lunker wieder schließen
und man hat dann eine zusammengehörige, geschlossene Oberfläche, die bestens und ideal vorbereitet ist für den nachfolgenden Auftrag der Gewebespachtelung und oder des Finishes, des Oberputzes und dann der anschließende Farbton.